Hallo meine lieben Zuseher, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 16.08.2018 und wir schauen uns heute mal eine neue Bitcoin Trading Exchange an, eine Margin Trading Exchange. Die Exchange heißt Bit7 und Bit7 hat mich freundlicherweise angeschrieben und eben um ein Review gebeten. Das möchte ich ganz am Anfang deklarieren. Meine Meinung ist natürlich nicht gekauft. Ich gebe euch ganz ein sachliches Review wieder. Meine Meinung über die Seite, meine Kritikpunkte und auch die Punkte, die ich an der Seite gut finde. Und ich habe mir gedacht, ich habe schon so viele Anfragen bekommen von ICOs, von ICO-Reviews. Ich habe noch kein einziges ICO-Review auf dieser Seite gemacht, aber Bit7 passt ganz gut in das Thema des Kanals, also in das Kanalkonzept generell in Richtung Trading und eben Analyse. Und da wir bei BitMEX ja momentan auch ziemlich stark auf ein Monopol hinsteuern, habe ich mir gedacht, warum nicht ein Review machen einer relativ neuen und jungen Exchange, die eben bestimmt das Potenzial hätte, wenn eben mehr Nutzer auf die Exchange kommen, über die Zeit weg eine relativ stabile Handelsplattform zu werden. Wir sind jetzt hier bei Bit7 auf der Startseite und ihr seht auch schon im Hintergrund, ich habe das Ganze noch auf Englisch gestellt, weil ich das Ganze eben so gewöhnt bin und mit der ganzen Oberfläche so besser klarkomme als wie auf Deutsch. Ihr könnt oben rechts im Eck natürlich die Sprache auch auf Deutsch ändern, funktioniert genau gleich und funktioniert auch ziemlich gut. Hier auf der Startseite dann mehrere Auswahlfelder. Mit Leverage Trading kommen wir direkt zur Handelsplattform. Bei Account könnt ihr eure Account-Einstellungen ändern und anschauen. Bei Rules die Regeln der Exchange, das sind alles Sachen, die ihr euch eben selber anschauen solltet und selber durchlesen solltet, wenn ihr dann die Exchange aufruft. Und bei Customer Support natürlich der Kundensupport, mit dem hatte ich letzte Woche bereits einmal in Kontakt, wo ich ein Problem hatte bei einer Position von mir und die waren wirklich sehr freundlich und haben mir ziemlich schnell geholfen. Also von der Seite aus kann ich schon mal sagen, dass der Support von mir aus, was ich letzte Woche gesehen habe, ziemlich souverän wirkte. Wir gehen jetzt gleich mal auf die Handelsplattform. Dafür klicken wir hier auf Leverage Trading und wir sehen jetzt schon hier die Plattform. Wir sehen im Hintergrund einen Chart und wir haben auch konkret vier Paare, die man eben auf dieser Exchange handeln kann, nämlich Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Ihr seht im Hintergrund Bitcoin, Bit7 Index Price. Was ist das? Wir haben hier einen Index Price von Poloniex und Bitfinex. Das ist der Chart, auf den die eben bei TradingView zurückgreifen. Der Chart kann hier verwendet werden oder eben auch auf TradingView. Kann hier die Zeiteinheiten ändern, wie eben auf jeder anderen Börse auch. Ihr seht im Hintergrund vielleicht schon das Orderbook. Das Orderbook sieht gar nicht so schlecht aus für eine neue Börse. Das war so mein Hauptkriterium am Anfang. Ich wollte mir ein Bild machen, ja, wie sehr liquide die Exchange ist und ich war ziemlich positiv überrascht. Muss auch schon sagen, ich habe die Exchange schon öfter auf Twitter gelesen, dass mehrere Leute eben Screenshots davon gepostet haben. Dementsprechend scheint die Exchange schon gar nicht so schlecht im Umlauf zu sein, weil die Liquidität wirklich vorhanden ist, um jetzt nicht allzu schlecht zu traden. Wir sehen hier unten dann die Positionsoberfläche, das heißt, man kann hier natürlich ganz normal seine Positionen anschauen. Man hat hier seine Open Orders, also die offenen Positionen. Man kann bei Closed Positions dann eben eine Vergangenheitshistorie aufrufen, wo man wirklich konkret zurückverfolgen kann. Hier habe ich geöffnet, hier habe ich geschlossen, hier war das und das, hier war mein Stop so und so. Ja, Realized P&L sagt der Name schon, hier seht ihr euren realisierten Gewinn oder Verlust, bei Wallet Balance natürlich eure Account Balance auf der Exchange. Wir haben hier jetzt die Übersicht, wo wir eben unsere Order aufgeben können. Wir haben einmal die Möglichkeit, einen Market Order zu eröffnen und einmal die Möglichkeit, einen Limit Order zu eröffnen. Market Order würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich schnell in einen Order, in einen Move reinspringen wollt oder eben schnell einen Verlust cutten wollt. Ansonsten würde ich immer mit Limit Orders arbeiten, weil die Gebühren bei Market Orders natürlich immer teurer sind und ich würde es immer so handhaben, dass ich Limit Orders auf gewisse Resistenzbereiche oder eben Supportbereiche lege, wo ich dann eben einen Bounce oder einen Sell-Off erwarte. Das ist so mein Trading-Stil, aber das ist natürlich noch weitgreifender. Und wir gehen hier dann auf Limit Order. Auf Limit Order könnt ihr euren Limitpreis einstellen, wo der Preis ins Orderbuch geht. Ihr könnt hier ganz normal eure Menge einstellen, wie viel Bitcoins ihr traden wollt. Also kommen wir jetzt zurück auf diese Market Orders, Limit Orders. Hier könnt ihr dann ganz normal euren Amount eintippen im grünen
Kästchen habt ihr dann die Möglichkeit, einen Long Order zu öffnen. Im roten Kästchen dann eben einen Short Sell Order. Macht jetzt jemand einen Long Order auf, dann bekommt ihr hier eben diese Übersicht, wo ihr dann nochmal bestätigen könnt und wo ihr genau seht, ja, was ihr denn konkret gerade macht. Wenn ihr das macht, dann wird der Order eben executed, der geht hier rein und das ist dann die Oberfläche, wo ihr eben euren Trade managen könnt und eben schauen könnt, was mit eurem Trade passiert. Ihr habt hier nochmal euren Amount, das heißt die Menge an Bitcoins, den Durchschnittspreis, wo ihr eingestiegen seid, den Hebel. Das hier wäre der Liquidationspreis, das heißt mit Hebel darf der Preis maximal so tief fallen, bevor eure Position automatisch vom Broker geschlossen wird. Und hier bei Unrealized PNL wird natürlich dann euer Gewinn oder auch Verlust angezeigt, wenn sich der Markt entsprechend bewegt. Der Hebel wird übrigens hier unten eingestellt, ganz simpel wie auf BitMEX könnt ihr hier zwischen den Hebeln hin und her switchen und das wäre da schon das Hauptaugenmerk oder schon die Haupterklärung von dieser Oberfläche. Die Oberfläche ist wirklich sehr simpel, sehr einfach zu verstehen und eigentlich extrem beginnerfreundlich. Also das gibt es sonst nirgendwo auf keiner Exchange, also wo man so leicht und beginnerfreundlich das Ganze handhaben kann. Wir haben hier noch das Ethereum-Paar. Ihr seht, die Liquidität ist hier schon nicht mehr so groß, aber auch noch relativ gut vorhanden. Dann noch Litecoin und Bitcoin Cash, die kann man alle hier traden. Wie gesagt, überall der Index von Poloniex und Bitfinex. Alles in allem, wenn ich mir ein Review erlaube zu dieser Seite oder wenn ich ein Review abgebe, hier haben wir noch den Order offen. Die Seite ist sehr anfängerfreundlich, was mir sehr gut gefällt. Man kommt sehr schnell in die Order rein, sehr schnell in die Order raus. Man kann auch hier, das habe ich vergessen, bei Sell Limit, wenn ihr dann im Order seid, könnt ihr eure Order anpassen, wo ihr euren Take Profit setzen wollt bei Sell Limit und dann immer euren Stop Order setzen. Das ist extrem anfängerfreundlich gestaltet, das ist sehr gut. Ich muss sagen, für Fortgeschrittene gefällt es mir jetzt nicht so optimal, weil eben gewisse Optionen noch fehlen für mich, wie ein Trading Stop zum Beispiel oder eben einfach erweiterte Optionen, um eben besser zu traden, aber da haben wir eigentlich bei den meisten Börsen noch viele Probleme, wenn wir das mit anderen Märkten vergleichen. Wenn ich jetzt hier wieder ein MetaTrader zum Beispiel excellent funktioniert, da hat auch BitMEX große Nachteile. Aber wie gesagt, hier fehlen mir dann schon noch ein paar Optionen wie ein Trading Stop und eben weitere Trading Optionen. Wie gesagt, die Liquidität bei den Coinpaaren könnte höher sein, ist aber nicht so schlecht. Alles in allem finde ich die Exchange solide. Ich werde mir die Exchange weiterhin anschauen, wie eben der Wachstum weiterhin aussieht. Es wird vielleicht interessanter, wenn die Exchange weiter verbreitet wird. Genau jetzt in dem Zeitpunkt, wo BitMEX eben auf diese Schwierigkeiten hat, wo eben diese langen Downzeiten sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass eben eine andere Exchange nebenbei entstehen wird. Wenn das der Fall wäre, wäre Bit7 hier bestimmt sehr interessant und auch eine Börse, auf der ich gerne traden will. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn euch das Review gefallen hat, könnt ihr euch gerne anmelden. Seht das nicht als Werbung oder so. Das war lediglich mein faires Review zu der Seite. Was ich hier sehe, was ich von der Seite halte, ist natürlich vollkommen eure Entscheidung, ob ihr euch da jetzt die Börse mal anschaut oder nicht. Ich packe euch den Link in die Beschreibung und auch in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Euer Technical Crypto.